Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu XCOM Enemy Within mit der Modern War Season 5. Jo, auf uns wartet hier eine Small Crash Site und unser Trupp ist wie immer bereit zum Abrücken. Jo, es sind überwiegend wieder alles Lehrlinge, bis auf Mary. Sie passt hier auf den Trupp ein bisschen auf. Tendeyaki ist hier der Scout. Einer unserer frisch rekrutierten Gunner ist dabei. Bei dieser Mission verzichten wir im Übrigen auf einen Sniper, da wir aktuell keinen Lehrlingssniper haben und ich zu faul bin, einen auszubilden bzw. einen auszuwählen, der ein Sniper ist, wird. Naja, auf jeden Fall ist Axel auch mit dabei. Und unser Gottfaser Stäuben ist auch mit dabei als zweiter Gunner. Kingpin kommt als Rocketeer mit. Victor als Engineer. Und wir haben unseren Goliath als Mac dabei. Ja. Dann sind wir eigentlich bereits aufbruchbereit. Na dann, los geht's. Was ich schon immer fragen wollte ist, findet ihr es jetzt so besser, wenn ich jetzt im Vorfeld die Leute ausrüste, oder wollt ihr das sehen? Das würde mich interessieren. Weil ich glaube, die das hier alles vom ersten Part aus gesehen haben oder vor einiger Zeit noch dazugestoßen sind, die wissen ja ungefähr, worauf ich bei der Ausrüstung Wert lege. So über den Daumen geschlagen. Für die ist es halt eher nervig, glaube ich, oder? Wenn da nochmal 6 Minuten mehr Zeit vergeudet wird. Naja, lass es mich ruhig mal wissen, wenn ich wieder die Leute im Video ausrüsten soll und das Zeitsparen-Dings der Kirchen ein bisschen zurückdrehen sollte. Naja, auf jeden Fall beginnen wir mal den Angriff. Die Sumpf-Map. Alles klar. Nach China. Wir haben die Koordinaten der außerirdischen Absturzstelle. Zum Glück gibt es in der Gegend nur wenige Zivilisten. Wir müssen das Gebiet sofort sichern. Verstanden, Bradford. Na dann, können wir loslegen. Jo, los geht's. Hauptquartier bitte melden. Big Sky hat die äußere Markierung erreicht. Nähern uns der Absturzstelle. Einsatzteam erwartet Ihre Befehle. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis, feindliche Ziele an der Absturzstelle anzugreifen. Na dann sehen wir uns mal um. Geh erstmal hier hin. Er hätte direkt dahin laufen können. Wenn du mir hier hingehst, dann haben wir direkt hier irgendwo ein Pod in der Nähe vom UFO. Alles klar. Na dann, stellen wir uns mal auf. Und werden wir damit triggern? Nein, sehr schön. Ja, das ist jetzt ein bisschen uncool. In Bewegung. Nun gut. Verzichten wir auf Deckung. Deckung wird ja eh überbewertet. Du gehst hier hin. Und Mary passt mal hier auf. Nun gut. Steady Weapon. Und der Rest bitte ein Overwatch. Danke. Floater. Tendeyaki, geh mal bitte hier hin. Dann überprüfen wir das Ganze mal mit einem Battlescanner. Wirf ihn einfach mal da in die Mitte rein. Und wirf ihn bitte niemanden auf den Kopf. Das könnte wehtun. Nichts. Nun gut, dann geht unser Goliath mal vor. Immer noch nichts, das finde ich sehr gut. Damit können wir arbeiten. Dann kann der Rest nachrücken. Verstanden, Commander. Moving. Gehe in Position. Разберемся. Gut. Rakete steady, der Rest Overwatch. Immer wachsam, Commander.
Oh, die sind jetzt rechts von uns. Hören Sie das? Nö, ich hab's ignoriert. Denn der Yaki, geh mal hier hoch. Dann schmeißt du mir den nächsten Battlescanner einfach mal ins UFO rein, damit wir wissen, wo sich die Outsider befinden. Um die nicht aus Versehen zu triggern. Ah, direkt an der Tür. Na, guck mal. Ja, guck mal einer an. Was haben wir denn hier? Trönchen. 5 Stück an der Zahl. Und du siehst mir nicht aus wie eine Atlas-Drohne. Von daher habe ich noch keine Panik. Begebe mich an neue Positionen. Genau, geh hier hin. Mein Rocket hier geht direkt hinter dich. Oh. Das war jetzt uncool. Nun gut. Wenn ihr nicht anders wollt, dann pusten wir euch einfach mal weg. Da sind mir direkt mal 2 Drohnen abhanden gekommen. Eine unkontrollierte Shredder. Solange du uns nicht damit triffst, ist ja alles in Ordnung. Da die Drohnen keine Deckung nutzen, werden die instant weggepustet. Schöner Kill. Haben wir jetzt 3 Drohnen platt gemacht oder nur 2? Wo sind die Wracks? 1, 2. Dann fehlen mir immer noch 3 Drohnen. Alles Roger. Hugo, geh mal hier hin. Ich würde mal sagen, Feuer frei. Na, jetzt haben wir zumindest Holo-Zielen drauf. Gibt's doch gar nicht. Doch, doch, das gibt's schon. Axel, geh mal bitte in den Flugmodus über. Dafür habe ich dir nämlich diesen wunderschönen Anzug angezogen. Und du siehst nicht mehr. Aber du kannst jetzt mit 90% auf das Gerät hier schießen. Machst leider nicht genug Schaden. Hm? In Bewegung. Sebastian, du gehst mal hier hin. Feuer frei. Weg damit. Gut, da waren es nur noch 2 Drohnen. Weißt du was, wir gehen hier mal auf Nummer sicher. Einer für alle. Du brauchst ja eh Kills. Und spreng mal hier. Schade um dieses Deckungselement hier, aber naja. Oh, guck mal. Da ist definitiv noch etwas. Also sollte ich vielleicht den einen oder anderen Overwatch noch bereithalten. Keine Wunden heilen. Feldposten. Victor, du gehst hier hin. Moment, du kannst doch bestimmt zu weit werfen, oder? Nicht ganz. Oh, guck mal. Floater. Heavy Floater, um genau zu sein. Die Drohnen machen gar nichts. Victor, renn mal hier rüber. Oh, die Drohnen sind weg. War es das etwa mit den Drohnen hier? Ich werde doch wohl nicht schon alle platt gemacht haben. Hier ist eine. 2, 3, 4. Und wo ist Nummer 5? Naja, Nummer 5 lebt, wie es aussieht, oder? Oder ich habe da irgendwas übersehen. Naja, da die jetzt relativ weit weg sind, könnten wir dich mal hier hinstellen. Position bestätigt. Gut. Dann gehst du mal hier hin. Ich hoffe, du schreckst jetzt nicht den Outsider auf. Sehr gut. Erstmal hier hin. Tendeyaki, du gehst hier hin. Na komm, du beendest deinen Flugmodus wieder. Gut, gehst mir dann hier hin. Position bestätigt. Gerne mal einen Feldposten. Dann habe ich dich hier noch. Dann gehst du mal hier hin. Und du gehst mir hier hin. Alles klar.
Mary. Okay. Geh erstmal hier hin. Gut, ich würde mal sagen, dann sind wir soweit bereit. Hoffen wir mal, dass die Flotte direkt in uns reinfliegen. Na, kommt her, kommt zu Papa. Nein, die fliegen woanders hin. Ja, schade, dass wir keinen Sniper zum Pullen dabei haben. Der Große, der macht mir ein bisschen Angst. Oh, wir pullen noch nicht einmal damit. Das kommt unerwartet. Sebastian, geh mal hier hin. Das pullt auch noch nicht. Ja klar, weil er hinter einer vollen Deckung versteckt ist. Dann kann Kayo hier hingehen. Und pullt. Ach ja. Weißt du was? Wir öffnen hier direkt mal mit einer normalen Rakete. Dann können wir die bestimmt wegpusten. Oh nein, ich habe nicht darauf geachtet, ob die blockiert ist. Oh oh. Naja, zumindest landet sie im Ziel. Du schmeißt noch eine Granate hinterher. Nee. Wohl eher nicht. Das ist ein bisschen unvorteilhaft, ne? Ja, vielleicht können wir einen platt machen. Noch sieht's gut aus, aber der kann eine Menge einstecken. Feuerfrei. 48% sind eine Menge. Um daneben zu schießen. Daneben. Mhm. Drücke aus. Passiert schon mal. Ja, das war wirklich ein bisschen schlampig von mir. Koordinate получены. Genau, können wir uns hier mal einen Feldposten. Mary, du gehst hier hin. Gönn uns auch mal einen Feldposten, du bist ja schließlich. Einer für alle oder schießen? Nee, einer für alle. Und dann schmeißt ihr dem trotzdem noch mal eine Granate auf den Kopf. So, dann hat er immer noch 3 Hitpoints. Axel, kannst du da was machen? Nein, du siehst ja noch nicht da mal was. Das ist schade. Jetzt kommt auch die Heavy Flotte dazu. Ja. Kontakt. Kontakt. Immerhin ein paar gute Treffer dabei. Jo. Gut. Deckungsfeuer auf unseren Mac ist in Ordnung. Und du schießt auf unseren Mac und verfehlst. Sehr gut. Ich hoffe mal, dass wir eine Schredderrakete direkt hinter ihn schießen können. Das wäre schön. Nun gut. Oh ja, wir können. Das Problem ist, dann erwischen wir nicht die beiden da oben. Na komm, Rakete raus. Alles muss geschreddert werden. Na doch, das war ordentlich. Da wirst du relativ zügig flankiert. Das wollen wir nicht. 37, 17, 37. Na gut, notfalls jemanden zu pressen. Nun, vielleicht sollten wir erstmal die Outsider ausschalten. Weißt du was? Du rückst mir mal hierhin vor. Ja, ich weiß, es wirkt ein bisschen brutal. Und dann fangst du mir mal hier mit dem Flammenwerfer an. Zeit für ein Feuerchen.
Gut, einer weniger. Zwei Flotter haben Panik. Genau, sehr gut. Dann versetzen wir mal dich in Panik. Wobei, hier haben wir 100%. Das ist doch mehr wert. Gut. Dann suppressen wir... Wobei, suppressen... Du suppresst mir erstmal den da oben. Und damit er nicht auf dumme Gedanken kommt. Na komm, schieß mal auf den da. Der schon mal ein bisschen Schaden nimmt. Und du gehst mir hier hin. Ich brauche die Granaten viel näher dran. So, und du schießt mal mit 35% auf den da unten ist. Sehr gut. Ach, das war ein Floater. Ich dachte, das war... Achso, der Artillerie liegt ja schon längst. 62%? Gönnen wir uns. Gut. Und dann nochmal einen Feldposten hinterher. Oh, oh. Knapp daneben ist auch vorbei. Schade. Oh, oh. Oh. Eieieiei, der kann hart austeilen. Gut, ihr werdet dann nochmal einen Flammenwerfer kennenlernen. Ich krieg hier ziemlich was ab. Reaktive Sensoren. Nope. Leider nicht. Siehe noch aktiv. Und du verziehst dich leider. Oh oh. Mary? Nein. 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 Gut, knapp daneben ist auch vorbei. Und du regenerierst wieder Gesundheit. Alles klar. So, letzte Rakete. Moment, dreh mal die Kamera ein bisschen. Ich möchte immer doch ein bisschen mehr sehen dabei. Na dann, Rakete raus. Wow. Ja, Zielsystem im Eimer, du sagst es. Nun gut. Dann stelle ich euch nochmal einen Flammenwerfer vor. Damit ihr beiden hier nicht auf dumme Gedanken kommt. Ja, das habe ich verdient. So, für euch beide ein Flammenwerfer. Das halten sie nicht lang aus. Gut, der nächste ist in Panik. Das Melt kann ich, glaube ich, knicken. Oh. Probier mal. Wenn der dabei drauf geht, ist alles in Ordnung. Sehr schön. Zwar eine Leiche weniger für unsere Sammlung, aber das macht ja nichts. Du legst erstmal nach. 10% nur. Wenn's du keinen Sniper hast, dann bastel dir einfach ein. Gut. Du wirst höchstwahrscheinlich hier den Aufpasserfeldposten machen. Weißt du was, ob du hier auf dem Boden bist oder in der Luft, spielt doch keine Rolle. So, jetzt seht ihr euch mal von Angesicht zu Angesicht.
Na, macht Spaß. Gut. Nur 30% probier's trotzdem. 30% sind nicht genug. Du hast keine Deckung mehr. Eieieiei. Das ist ein Problem. Ich mach mich los. Nee, du musst dich verarzten. So, neue Runde. Du schiebst Panik, finde ich gut. Oh. Gut, langsam kriegen wir den. Au. Ja, das tut weh. Da stimme ich dir zu. Du fliegst auch wieder woanders hin. Du rennst weg. Mary, töte. Ah, reicht nicht ganz. Das bekommst du gleich zurück. Und? Triffst du ausnahmsweise? Nein. Wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn die reaktiven Sensoren endlich mal was bringen würden. Verschmutzung der Zieloptik registriert. Gut, die Runde ist vorbei. Dann holen wir uns erstmal einen Outsider mit unserem Mac. Der wird noch ein bisschen Panik schieben. 50%, gut, weg damit. X-Ray neutralisiert. Nur noch wenig Munition. Bitte mal den Blickwinkel drehen. Wo ist denn der hin? Der wird hier irgendwo rumsitzen und rumgammeln. Können wir ihn flankieren? Ja, wir können. Treffen müssen wir nur noch. 60%, gut. Schön. Weg mit dir. Mhm. Geh du mal hier näher ran. Einstenkern wird schwierig. Aber hier ist ja auch noch einer irgendwo. Vielleicht triffst du den ja. Wäre jetzt nämlich doof, wenn er dich flankieren würde. Nein, da ist nichts. Wir wissen nur, dass er da irgendwo rausgeflogen ist. Geh mal hier runter. Fake-Posten. Du gehst hier hin und machst mir einen Feldposten. Eieieiei. Axel, komm mal da wieder runter. Achso, der hat ja bereits geschossen. Gut. Moment. Denn der Yaki schmeißt mir mal einen Battlescanner. Hier hin. Die vielleicht vorher machen sollen, oder? Das wäre zumindest der clevere Zug gewesen. Ah, da hockt er im Overwatch. Mary? Du gehst mal hier runter. Feldposten. Du gehst hier hin und gönnst mir auch einen Feldposten. Posten? Nein. Oh. Du hast noch Panik. Genau. Oh. Jetzt tötet er. Mary, 42% sind nicht viel, aber... Ja. Overwatches gegen Heavy Floater sind einfach nicht genug. Victor, wie, du gehst mir dabei drauf. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Es reicht einfach nicht. Oh nein. Ja, dumm gelaufen, ne? Oh, ernsthaft. Ja, das war wirklich ein taktischer Fehler von mir. Na komm.
Brücke vor. So langsam trennt sich die Spreu vom Weizen, wie es aussieht. Ja, gut. Ein weiterer Sieg. Gute Arbeit, Commander. Würde ich jetzt nicht als gut bezeichnen. Ich hätte nicht so dicht ans Ufer rangehen sollen. Was hatte ich vor? Ich wollte den hier natürlich gefangen nehmen. Dazu musste ja näher ran. Hätte ich ihn zumindest vergiftet, den Heavy Floater, dann wäre er längst tot. Aber nein, ich habe daneben geschmissen. Ich hätte den Battlescanner zuerst werfen sollen. Eieieiei. Eine richtig unsaubere Mission. Mal wieder. Ich muss mich wirklich zusammenreißen. Damit mir kurz vor knapp nicht noch die Leute ausgehen. Ah ja, jetzt darf ich wieder eine Beileidsbekundung an Victors Familie schreiben. Dafür haben wir hier ein Level Up. Ich spiele die ganze Zeit wirklich mit dem Gedanken, uns hier mal einen Concealment Scout zuzulegen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil Insel Zone finde ich einfach viel zu gut. Kaputte Sachen. Können wir direkt reparieren. Sollten wir auch direkt reparieren. Dann bleibt uns wieder nichts anderes übrig, als weiter zu scannen. Wobei, ich habe ja noch Zeug, was ich verkaufen kann. Hier. Handel abschließen. Wie schaut es hier aus? Nicht besonders gut. So, die zweite Chemgranate ist fertig. Wunderbar. Zielhilfe ist durch. Sehr schön. Verteidigungsmatrix, umso besser. Die drei Lasergewehre sind wieder hier. Verfolgung fertig. Und wir haben eine Entführung. Commander, wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten. Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Hologlob markiert. Nun gut, meine Freunde, ich würde mal sagen, darum kümmern wir uns dann im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.